Hallihallö und herzlich willkommen zum Treureport Live-Bericht. Restefest Essen, Menü 1, Gang 1, Bioshock 1. Wir sind beim letzten Mal ja hier einmal durch Apollo Square gefetzt und haben allgemeine Betriebsbereitschaft wiederhergestellt. Wir haben jetzt nicht mehr alle 20 Sekunden die große Ziehung in der Plasmidentombola und sind damit mehr als bereit, um ja mal auf die Wurzel des ganzen Übels zu gehen. Wie wir jetzt im Laufe unserer Reise erfahren haben, auch die Wurzel von mehr Übel als nur dem, was uns widerfahren ist. Frank Fontaine braucht die gerechte Schelle, und zwar dringend. Und aus diesem Grunde bewegen wir uns jetzt nach Point Prometheus. Ja, ganz kurz gucken, was ist das hier eigentlich? Vermutlich wird das hier Apollo Square sein, dann hier Point Prometheus. Flup! Okay. Alright. You looking to slug it out? I'm game. But I got all the atom in the city, pal, and I ain't shy about using it. And now, I'm Jake to take her out for a spin. What is this you wait for? Go and get this idiot! Na, wenigstens sagst du nicht, would you kindly. Ja, unser Superman da hinten, der gerade ein bisschen gepostet hat, tatsächlich Frank Fontaine, sagt, ey, ich hab alles Adam dieser Stadt. Wollen wir mal gucken, ob wir das nicht mal eine Runde auf eine Spritztour ausfahren können. Okay. Stuff is burning. Verfolgungsjagd. Hallöchen, Feind Egons. Unangenehm. Haben wir euch schon researched? Ja. Und damit seid ihr für uns nicht mehr von Nutzen. Bye. Ich sehe eine Verfolgungsjagd durch Scheiß Point Prometheus. Deine letzte Chance, Junge. Okay, da haben sie uns jetzt gerade um ein wenig Sprache behumst. Im Subtext sagt er ja, wenn wir jetzt abhauen, dann... Scheiße, you let him get away. Oh, I need a moment for thinking. Ah, ach, of course. This will be no problem. Find a big daddy and search his body. I would suggest you to be finding a dead one. Okay, Big Daddy finden. Fontaine ist weg. Gesagt, ja, wenn wir jetzt die Sachen packen und ihn in Ruhe lassen, dann überlässt er uns diesen Schrotthaufen am Meeresgrund. Er hat ja schon relativ deutlich gemacht, dass er nicht plant, hier zu versauern. Oh, hier. Suit Control System. Und Tannenbaum schlägt jetzt aber vor, da wir nicht vorhaben, ihn einfach so wegkommen zu lassen, dass wir uns einen Back Daddy suchen. Haben wir hier gerade mal einen gefunden? Suit Control System. You see the Suit Control System? So good, get it. That is step one of turning you into one of those disgusting Big Daddies. The only way to get through that door Fontaine went through is to have a little one open it for you. And they will only trust you if you look like, sound like, and even smell like one of those big stinking brutes. Okay, wir brauchen quasi eine Eintrittskarte in den Bereich... Oh! Power to the people, yeah. In den Bereich, wo Frank Fontaine jetzt verschwunden ist. Und dazu müssen wir uns als Big Daddy verkleiden. Weil wir eine Little Sister brauchen. Hi. Where do you think you're going? You need to become a Big Daddy before you are able to draw out the little one. Ich verstehe schon, aber, naja, erstmal Power to the People hier. Thrower Range, Consumption Rate,
Pistolgrips heißt. Wow. Das ist mal ein ordentliches, angetackertes Magazin. Kannst nicht meckern. So, wir gucken mal ganz schnell, was haben wir für Optionen. Okay, wir sind hier im Atrium. Uha. Ja, nun. Können hier die Treppen hochgehen? Geradezu kommen wir nicht, wenn ich es recht verstanden habe. Oder? Können wir? Wir kommen geradezu. Ne, wir sind durch die Türen gegangen. Ah, es ist alles verwirrend. Jetzt sind wir hier unten. Okay. Die Karte hilft wie immer nicht viel weiter. Fisch. Kleiner Egon. Da stealthen wir uns erstmal durch. Und ich gleich Beef haben hier. Hallo. Kleine Wunder. The parasite needs three things. Three marks. We bred little ones to imprint to surface smell, the pheromone. But this is not like putting on aftershave. You will need three industrial applications of this stuff, and then the little ones will be thrown to you like a bee to honey. You will have to gather three pheromones here, so that you smell disgusting. Just like a big daddy. Also, das mit den kleinen Little Sisters funktioniert nur, wenn wir auch riechen wie Big Daddy. Also schön maukig. Und dazu müssen wir jetzt erstmal schön Pheromone sammeln. Da haben wir schon Feind Egon, Stand Egon, Rocket Egon. Nee, doch kein Rocket Egon. Trotzdem nervig. Hier sind jede Menge Egons, das ist unangenehm. Wie komme ich denn da rein? Autsch. You push me too far, kid. When you're cold and stiff, I'm gonna go over to Mother Goose's house and I'm gonna take it apart, piece by piece and brat by brat. Consider it your legacy. Oh, wir haben es für ihn zu weit getrieben. Wenn er uns umgelegt hat, dann wird er zum Haus der Gänsemutter gehen. Und das auseinandernehmen, Stück für Stück und Bratze für Bratze, macht er da die Little Sisters kaputt. Soll ich als mein Erbe verstehen, mein Nachlass? Da bin ich dran schuld. Naja. Ist klar. Jetzt haben wir hier, hier geht's oben lang. Optimized Eugenics. Aha. Der Clown. Okay. Überschaubares Angebot des Clowns. Hier haben wir eindeutig, was vereist ist. Machen wir es weg. Schauen wir mal. Da was Schönes ist. Und wir sehen. Das ist eine Tür. Waschbecken, Geld, Changing Employers, oh. Wo genau ist das drin? In der Tonne? Tatsache. Ein Arbeitgeberwechsel. Hm. Oh, guck mal hier, das ist aber ein ordentlicher Werkzeugkasten. Pistol Round, Electric Bugs, Steel Tip Bolts, ich nehme sie alle. Lillipuff! Oh hier, großer Raum. Zippig Room. Machen wir dann. Little Wonders. Hi. Versuche erstmal so ein bisschen halbwegs ruhigen Spot zu finden. Bevor wir uns dann das, Changing Employers Audio Diary anhören, was wir gerade eingesammelt haben. That's Saban on everything.
Nanu? Habe ich das dumpfe Gefühl, dass die Lighthead Splicer plötzlich nicht mehr so viel aushalten wie im Apollo Square? Weird. So, wir machen erstmal hier. Machen wir erstmal alle rund und dann fangen wir an zu looten und zu gucken und zu sonst wie. In der Hoffnung, dass uns nicht gleich wieder irgendwelche Splicer um die Ohren spawnt. Hello! Must have taken the beep, Asper. Hide. Hier ist die Tür zu. Ew. Ooh, hello. Bleib locker, alter Dude. Jawohl. Komm schon. Gotta catch them all. Yep. Are you the one that took my baby? Thank you. Okay. What's there? Jetzt will ich halt bloß nochmal wissen. What? Say what? Ah, okay, yeah, fuck it. Oh, goddammit. Ruhig euch, ihr seid jetzt Freunde. Darling? By the power of the hacking skill. It's Mama. Ah, okay, okay. Go away and don't come back. Geistig verwirrtes Menschenvolk. Gibt's hier einen Rapture zuhaufe? Und sie kommen immer wieder. Okay. Nope. I'm opening you up. Hey, Dude. Ich operiere mit der Schrotflinte. Also öffne ich dich. Wusste ich doch, dass hier das Rückgeheul herkommt. Aber das war's noch nicht, weil da heult immer noch jemand. Yeah. Ich würde es wirklich präferieren, wenn du das lassen würdest. Na nö, keine Bugs mehr. Das ist aber ärgerlich. So, ich denke mal, jetzt haben wir kurz ein bisschen Ruhe. Fontaine is dead. Bad for Fontaine. Good for Su Chong. Play hard to get for a bit. Then Mr. Ryan get hungry for me. Tenenbaum gone, Fontaine gone. Su Chong only one who know all about little sister. Like I said, this very good for Su Chong. Okay, dann wissen wir jetzt auch, wir hatten ja schon Audio Diaries gehört, wo Su Chong eindeutig für Ryan gearbeitet hatte. Und wir wissen aber auch, dass er für Fontaine gearbeitet hatte und offensichtlich war es so, dass er erst nach dem vermeintlichen Tod von Fontaine die Seiten gewechselt hat. Und er gesagt hat, hey, dann mache ich mich jetzt erstmal ein bisschen rar, sozusagen, bis sich der Staub ein bisschen gelegt hat. Und dann wird Ryan definitiv Lust haben, mit mir zu reden. Weil wenn Tenenbaum weg ist und Fontaine weg ist, dann gibt es noch einen, der weiß, wie das mit den Little Sisters funktioniert. Und das ist Su Chong. Also very good for Su Chong. Dennoch ist er jetzt drüben im Apollo Square festgenagelt mit einem Big Daddy Drill. Nur von der war er ja. Hat ihn das ja auch nicht unendlich weit gebracht. Oh. Autsch. Du warst vorher auch nicht da, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Mann. Oh, Wallet ist voll. Ne? Dann gehen wir mal wieder eine Runde einkaufen. Zack.
Jo, alle dran hier, den ganzen Kladderadatsch. Where? Ich bin mir sehr sicher, dass du noch nicht da warst. Das nervt mich sehr. Hä? Hä? Da wollte zur Heilungsstation. Aber das hat so in der Form nicht ganz geklappt. Gut. Okay, wir müssen ja mal ein bisschen Systematik reinbringen. Also. Alles weghacken hier. Electric Bugs, okay. 00 Bugs brauchen wir ganz dringend. Oh, jetzt mal eben kurz 500 verschleudert. Das ist auch okay. Okay, wir beginnen erstmal in der oberen Etage. Was finden wir hier Schönes? Einerseits Zigaretten, immer gut. Und Big Daddy Pheromon Sample. I can only be glad I am nowhere near you and that awful sink. Why the little ones are drawn to the smell of those pheromones is beyond anything I can understand. Ja, für solcherlei Befindlichkeiten haben wir eigentlich gerade keine Zeit, liebe Brigitte. Naja, ich habe wieder etwas Plot-Relevantes aufgenommen, damit spawnen wieder Viecher. Das muss ich wirklich sagen, das hat im Laufe dieser Spielzeit ein bisschen an Reiz eingebüßt. Das spawnende Menschenvolk. Oh, guck mal, noch einer. Yep. Schon das zweite Sample. Ja, Tenbaum ist halt einfach froh, dass sie gerade nicht in unserer Nähe ist, weil wir jetzt vermutlich stinken wie so ein Ochse. Aber wie gesagt, gibt es vielleicht gerade auch mal dringlichere Sachen, mit denen wir uns zu beschäftigen haben. Spontan mal weggespawnt und wir haben... Warum nur Mädchen? I know why it has to be children, but why just girls? This I cannot determine why, but I know it is so. Fontaine says, one less bathroom to build in the orphanage. It is amazing to watch the effect of Adam on their small bodies. Their own cells replaced by the new stems the instant they are damaged. These children are practically invulnerable. It is a shame you could not do the same thing to an adult. There would be quite a market for a man you could not kill. Yeah. Sie wundert sich halt ein bisschen so, hey, warum eigentlich nur Mädchen? Warum klappt das Ganze mit den Schneckchen nur mit Mädchen? Warum gibt es nur Little Sisters und nicht Little Brothers? Ich kann nicht erklären, warum das so ist. Aber ist halt so. Fontaine sieht da ganz so pragmatisch, sagt, hey, no, dann müssen wir halt wenigstens nur eine Sorte Toiletten einbauen in die Orphanage. Ein ganz der Pragmatier ist. Und ja, Tenenbaum bewundert vielmehr den faszinierenden Effekt, den Adam auf die kleinen Mädchenkörper hat. Zellen, die irgendwie beschädigt werden, werden instantan durch neue ersetzt. Sie findet es schade, dass man das nicht bei Erwachsenen machen kann. Gäbe sicherlich einen bestimmten Markt für einen Mann, den man nicht töten kann. Ich würde mal sagen, Jack ist so ein bisschen der Beleg dafür, dass er damit gar nicht falsch liegt. Button. Was? Button? Au. Was ist das? Erstmal Potato Chips. Vor allem anderen. Schön erstmal Pringles. C-Corps. Das Geld. Noch mehr Geld. Are you there? The nurse doesn't like you. Welche kranke Schwester kann mich nicht leiden? Die Schlampe. Hier kommen wir nicht rein. Hier schon. Ah, noch ein Big Daddy Pheromone Sample. Okay. Cool. Houdini Spleuser. Bacteria are microscopic. You're crawling with disease. Doctor, doctor, please. Fall tot um. Gut. Director's Commentary. Yay. Haben wir den auch gleich wieder weg. Ist doch schön.
Dann schätze ich mal, hier müssen wir brizeln. Oder auch nicht. Ha. Naja. Wow, was strahlt da so? Die umgefallene Lampe. Naja, gut. A whole lot of nothing in here. Sweetheart, where are you? Yikes. Come on, please. Mama just wants to hold you. Oh. Frage ist, was machen wir mit dem Ding hier oben? Muss doch mit dem Ding irgendwas zu machen sein. Okay, so. Habe. Was ist das hier für eine krasse. Ew. Ich dachte, wir sind immer noch in der Orphanage. Oder zumindest halt irgendeiner Forschungsstation, wo seine Little Sister das rumexperimentiert haben. Das hier sieht ja dann eher schon noch einen Tacken düsterer aus. Im Kabinett der Dinge gibt's nur einen Haufen Schrott-Loot. Weder Mumpe noch echtes Geld. Nur empty Hypos, dass ich damit ein eigenes Geschäft aufmachen könnt. Ah, hier ist auch nochmal ein Pheromon-Zappel. Okay, ich krieg Visions. Why is this? Please, Papa Soo-Jung. I don't wanna go on the table. Oh, Papa Soo-Jung, ich mag nicht auf den Tisch. Ja, da kann ich nachvollziehen. Oh. Safecracker 2. Versuchen deine Gegner wegzusperren, was eigentlich rechtmäßig dir gehört, dann lass nicht zu, dass sie dir deine hart verdienten Waren wegnehmen. Hol sie dir zurück mit dem neuen Safecracker 2. Hexmart möchte, dass du kriegst, was du verdienst. Na. Hacking Safe und Combo Locks. Nö. Es war so klar. Brennen sollt ihr, miese Schweine, allesamt. Die Egons, statt zu helfen, verkeilen sie sich erstmal schön in sich selbst. Mann, 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 Mann. Es gibt aber auch kein gutes Roboterpersonal mehr. Dann haben wir hier noch das letzte Pheromon, ne? Frupp. So, jetzt stinken wir wie Seuche. It's good start. Now you need only to find the bodysuit and the voice box from the other labs and you will be a proper fruit. Get moving. Okay. You're playing a bad hand, kid. You're just too spliced to smell it. Roll on back to Mother Goose now, or everything's gonna go busto. Ja, ich habe schlechte Karten. Ich bin bloß zu kaputt gespliced, um das zu bemerken. Entweder verzische mich jetzt wieder zur Gänsemutter, oder alles ist für den Arsch. Don't think so. Okay, also, Pheromon-Geschichte haben wir durch. Hello. Hab schon. Mann, du. Fuh, you. Meins. In the garden we are growing. Health upgrade. Dankeschön. Eve upgrade. Dankeschön. 400 haben wir noch. Wir könnten mehr. Weiß nicht. Speedy Hacker 2 klingt gut. Flup. Incinerate 3. Joa. Insect Swarm. Bees. Bees sind immer gut. Combat Tonic. Könnten wir uns noch ein paar Tonic Slots zulegen? Engineering Tonic Slot. Nehmen wir nochmal den zusätzlichen Speedy Hacker dazu. Warum denn nicht? Und Incinerate 3, weil. Okay.
sind wir jetzt hier? Eine Art Bibliothek oder was? Ah. Die Mendel-Gedächtnisforschungsbibliothek. Also. Hier wurde gemendelt. Über Pistolenkugeln in den Regalen. Ich weiß nicht, kann man auch in Pistolenkugeln lesen? Bin mir unsicher. Naja, ganz ehrlich, das sieht mir schon wieder so dermaßen nach mit so Trap aus. Da schön in der Mitte drapiert. Stuff auf den Tischen. Eine grobe Vorstellung, was passiert, wenn ich anfange, diesen Stuff aufzunehmen. Mal gucken, ob mich das Spiel da positiv überrascht oder ob sie wirklich diesen Weg gehen. Ja, komm, dann nehme ich den Quatsch jetzt halt mal, ne? Come back! Come back! Die Tresenangestellte wollte wahrscheinlich nur sagen, psch, das ist ja eine Bibliothek, nicht so laut. Nach dieser weiteren kleinen Störung jetzt also Damage Research 2. Triff sie dort, wo es weh tut und triff sie hart. Die neue Schadensforschung 2 erlaubt es dir, die Schwachstellen deiner Gegner auszunutzen und das in einem weit größeren Ausmaß als noch zuvor. Cool. I take it. Film braucht kein Mensch. Und dann haben wir Big Daddy Boot. Cool. Was ist los? Why are these boots here? They should be in fail-safe armored escorts. No matter. Take them, take them. Da kommt so ein bisschen die Ordnungsliebe, die Zwangsgestörte durch. Was machen diese Schuhe hier? Die sollten eigentlich an einem ganz anderen Ort sein. Ach, ist ja eigentlich auch egal. Nimm sie halt. Where are you gonna go? Your life? Your family? They're a fairy tale, kid. No more real than something you read about in the Saturday Evening Post. Poor bastard. A motherless freak. Whipped up in a half-baked science experiment. Okay, also das ist jetzt einfach infantil. Wo willst du denn hingehen? In dein altes Leben? Das ist ein einziges Märchen. Hat niemals existiert. Du armer Kerl. Mutterloser Freak, der in so einem halbgaren Wissenschaftsexperiment erschaffen wurde. Und bin mir sicher, wenn er jetzt noch weitergesprochen hätte, hätte er irgendwie gesagt, dass mein Gesicht voll doof aussieht. Und ich generell Sternzeit doof bin. Frankie, da kannst du sabbeln, wie du willst. Kriegst auf den Sack. Das ist jetzt inzwischen nicht mehr diskutabel. Shame things turned out this way, kid. You and me could have run the table in this place. Now there's nothing left for you but a long cold nothing. Ja, voll blöd, dass die ganze Sache so ausgegangen ist. Wir hätten zusammen den ganzen Laden hier schmeißen können. Jetzt erwartet uns allerdings nichts weiter als ein langes, kaltes Nichts. Ja, du Volldepp. Ja, die Hälfte von deinem Muhaha, ich verrate dich Plänen, waren einfach schlichtweg nicht notwendig. So. Ryan hatte ja tatsächlich real genug auf seiner Schweinereiliste gehabt, dass man ihn gut und gerne mal hätte wegputzen können. Das ist, die Tatsache, dass wir jetzt so ein bisschen Beef miteinander haben, ist irgendwie sinnloserweise selbst gebaut. Here is where you'll be finding the voice box to have sound like one of those big daddies. Repulsive creatures. Wow, wie ich vollkommen gepennt hab. Ja gut, ich denke mal, das spulen wir mal vor. Security Monitoring, ich will da aber rein. Ja, geht doch. Temporärer Generator Override. Okay. Ja, aber das dumpfe Gefühl, den werden wir gleich nochmal brauchen. Hä? Hm. Ah ja. Da sehen wir es drinnen schon, ne? Der Klassiker. Wasserfläche, Generator umgeschubst. Live Subject Testing. Steph. Okay. Hey, good looking. Look what I got cooking. Bye bye. Egon. Wir hatten darüber geredet. Oh, was haben wir hier jetzt Schönes?
Extra Munition. Huh. Ryan sent over extra munitions. He must have suspected trouble. I will lock them up near the Protector Labs and set the code to 1921. I don't expect we'll ever be needing them, though. Once Big Daddy is ready, nobody crossed the Big Daddy. Okay. Ryan hat wohl geahnt, dass es Stress geben würde, deshalb hat er auch nochmal ein bisschen extra Mumpe anliefern lassen. So, Sojong hat es weggepackt im Protector Lab. Haben gleich auch den Code dafür bekommen, 1921. Ja, und Sojong war sich aber sehr, sehr sicher, ey, wir werden keine Probleme haben, weil sobald Big Daddy fertig ist, dann wird es niemand wagen, sich mit Big Daddy anzulegen. Den Gegenbeweis werden wir jetzt gleich erbringen, denn wir haben gesehen, hier wuselte... Look around you, kid. You think two-bit heroics count for a fig in this pit? You're staring down the puke stain of Ryan's busted dream. You think there's something worth saving down here? And you deserve to gargle with the rest of these scrubs. Das halte ich nicht länger aus. Niemand schenkt mir hier auch nur die geringste Aufmerksamkeit. Hallo, überseht mich nicht. Ich bin auch noch da. Ich bin Bart. Hier bin ich. Seht mich an. Hallo, hallo, hallo. Ja, hier gibt's doch gar nichts zu retten. Guck dich doch mal um. Du befindest dich hier in den Kotzeüberresten von Ryans gescheitertem Traum. Wenn du tatsächlich glaubst, dass es hier irgendwas Rettenswertes gibt, dann hast du es verdient, mit dem Rest hier zu ersaufen. Legit talk it too much, methinks. Genau, klopf mal. Hol mal hier die Lady ran. Komm schon, mach deine Arbeit. Wir haben den ganzen Tag Zeit hier. Hallo. Und da war es das auch schon. Sehr gut. It is a wounded world, is it not? How can I thank you for this kindness? I send another little one with a token of our appreciation. Oder wir ein Achievement bekommen haben, nehme ich mal an, dass wir jetzt technisch gesehen alle Little Sisters gerettet haben. Wir haben zwar noch eine offen, aber wir erinnern uns damals in Neptune's Bounty, Neptune's Fortune. Ich habe schon wieder vergessen, wie es hieß. Da hatten wir ja eine Zusatz-Little Sister bekommen quasi. So, von der war der ja. Gehen wir mal gleich gucken, dass ich das wieder vergesse. Schleuse. You know, you should be thanking me. I brought you here. I showed you who you are. Nobody never told you nothing but lies till I come along. Okay, das ist, wir bewegen uns langsam im Bereich des Bizarren. Er sagt, er war der Einzige, der ehrlich zu uns war. Alle anderen haben immer nur gelogen. Er hat uns hierher gebracht und uns gezeigt, wer wir wirklich sind. What's the matter, Frank? Danke dir, little lady. So, Adam, Anti-Personnel Rounds, jede Menge First Aid Kits. Das ist lustig, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe das Gefühl, unsere Fußstapfen sind schwerer geworden. Haben wir die Schuhe gleich angezogen, oder was? Das fände ich auf jeden Fall lustig. I don't really want to hurt you. I don't really want to make you cry. Egon, du hast meine Station kaputt gemacht. Du Trottelchen. Ja, das ist mal eh die schlaue Idee, warum springe ich einfach nicht von oben in die Dinger rein, an die ich nicht rangekommen bin. Hätte auch mal vorher drauf kommen können. Eigentlich wollte ich nur schnell, zwischendrin, falls ihr euch fragt, was ich jetzt hier schon wieder mache, wollte ich nur mal schnell die ganzen Ressourcen, die ich jetzt habe liegen lassen, nochmal einsammeln. So, dann also wieder zurück in Failsafe Armor. Crossbow läuft.
Oh, guck mal. Er hat sogar eine Little Lady dabei. Heißt für uns. Sorry, Digga. Aber du weißt ja, wie dies. Oh, hier ist die Party. Schnell weggerettet hier. Unsere letzte Little Sister. Na klar. Machen wir doch. Okay, oh brother, where are we? Was ist das denn hier? Kanalisation oder was? Nein, ich wollte dich nicht abschalten. Komm, Egon. Dein Dienst ist noch nicht beendet. Cheap son of a bitch. Fontaine, scary son of a bitch. But Ryan, cheap son of a bitch. You can no reuse protector suit. Take a man, graft the skin and organs straight into suit. Otherwise, your suit not work. Ryan say Big Daddy too expensive. Ryan can go suck a egg. Lol. Fontaine, als Sujong noch für Fontaine gearbeitet hat, der war ein furchteinflößender Hurensohn. Aber Ryan, der ist einfach nur ein geiziger Hurensohn. Man kann Anzüge von Big Daddy nicht einfach wiederverwenden. Du nimmst einen Mann und arbeitest seine Organe, seine Haut, alles direkt in den Anzug rein. Sonst funktioniert das nicht. Und Ryan sagt, Big Daddy sind zu teuer. Ryan kann mal lutschen gehen. Oh Mann, ey. Die Elite dieser Stadt. Oh, warte mal, ist das hier das, probier das mal, 1921, gell? Yay! Stuff, den wir großteilig schon alles haben. Dann Popbox. Armor-Piecing-Schiss. Ziehen wir uns mal einen Anzug. Der Big Daddy Bodysuit gibt dir 25% Widerstand gegen allen Schaden. Irgendetwas sagt dir, dass du es dringend brauchen wirst. Sehr gut. Wunderbar. All you need now is helmet. I guess what she's saying is... Bella, Bella, she even says wunderbar. Und nun brauchen wir noch einen Helm. Okay, da gibt's Helme und so weiter. Ich will den Suit jetzt noch nicht komplett anlegen, weil wir haben ja noch nicht alles exploriert hier. Wollen ja sicher gehen, dass wir nichts Wichtiges verpassen. Bin nämlich der Meinung, es müsste noch ein paar mehr Audiologs hier geben. Oh. Werden wir aber gleich sehen. Hoppala. Protecting little ones. War a terrible thing. Japanese kill every man in my city. Except for Sichuan. Sichuan have opium. Very good opium. This war, terrible thing too. But not for Sichuan. Everyone's scared now. Everyone need Adam. More than little sisters can make. Good news is war makes lots of corpses. Sichuan knows a way to recycle Adam from corpses. But can't send a little sister out the street unprotected. Sichuan must think on this. Vielsagend mal wieder ein tieferer Einblick in die Seelenwelt des Dr. Sujong. Er meinte, na, der Krieg war eine schreckliche Sache. Als die Japaner kamen, haben sie alle Menschen in seiner Stadt vernichtet. Er ist ja offenkundig Koreaner. Außer Sujong, denn Sujong hatte Opium, gutes Opium, weswegen die Japaner ihn dann offensichtlich in Ruhe gelassen haben und lieber konsumiert haben. Und genauso schlimm ist jetzt auch der Krieg hier in Rapture, aber auch wiederum nicht so richtig für Sujong, denn es gibt einen großen Bedarf nach Adam, mehr Adam als selbst die Little Sisters produzieren können. Und Sujong kennt aber einen Weg, wie man aus Leichen, und derer fallen einige an dem Moment, Adam wieder extrahieren kann. Das Problem ist bloß, dass er die Little Sisters nicht ungeschützt auf die Straße gehen lassen kann. Er muss darüber nachdenken. Da kriegen wir nochmal so ein bisschen ein Gefühl für die Zeitreihe. Also, was wir von Tannenbaum gehört hatten, war ja, dass die ursprüngliche Idee eigentlich war,
Man gibt den Little Sisters einfach diese kleinen Schnecken ein und dann, ja, wenn die essen, wird das Ganze dann zu Adam umgewandelt und sie kotzen es dann einfach wieder aus, um mal auf gut Neudeutsch zu sein. Das, was wir zu Anfang des Spiels gesehen haben, dass sie mit den Spritzen rumrennen und anfangen, in den Angels rumzupieksen, scheint also erst eine spätere Sache gewesen zu sein. Genauso wie die Big Daddies eine spätere Sache waren, weil bevor die Little Sisters auf den Straßen umhergewandert sind, um die Leichen auszunehmen, als sie es quasi noch im Selbstbetrieb gemacht haben, ja, da braucht es dann natürlich auch keine Big Daddies. Also diese Ökonomie, wie sie jetzt hier stattfindet, scheint offensichtlich ein relativ spätes Phänomen zu sein und erst als der Bürgerkrieg schon am Laufen war, so stattgefunden zu haben. Dollars. Fehler. But I have made mistakes. One does not build cities if one is guided by doubt. But can one govern in absolute certainty? I know that my beliefs have elevated me just as I know that the things I have rejected would have destroyed me. But the city, it's collapsing before my... Have I become so convinced by my own beliefs that I have stopped seeing the truth? Perhaps. But Atlas is out there, and he aims to destroy me and to destroy my city. To question is to surrender. I will not question. Na, ich schätze mal, sehr viel mehr Selbstreflexionen hat's wohl bei Andrew Ryan nie gegeben. Er meint halt, naja, hab ich vielleicht Fehler gemacht? Ja, man kann keine Stadt bauen unter Wasser, wenn man ständig an sich zweifelt. Das ist ein sicherer Weg, die dauernden Selbstzweifel nicht zum Erfolg zu kommen. Und er hat getan, was er getan hat, und er ist sich immer noch sehr, sehr sicher, dass die Dinge, an die er glaubt, ihm das ermöglicht haben, die Dinge, die er abgelehnt hat, also Altruismus etc., ja, ihn zerstört hätten. Nichtsdestotrotz steht er jetzt allerdings da und seine Stadt, ja, geht den Bach runter. Stellt sich die Frage, ist es vielleicht so, dass er am Ende so gefangen war in seinen eigenen Glaubensgrundsätzen, dass er das nicht hat kommen sehen und wo er dann angefangen hat, Fehler zu machen, derer ja einige, siehe die Schmugglergeschichte und die Tatsache, dass er seine engsten Vertrauten, so wie McDonough, dann schlussendlich dazu gebracht hat, dass sie ihn sogar umbringen wollten, weil er das einfach nicht geblickt hat. Aber dieser kurze Moment der Selbstreflexion wird dann ganz schnell wieder wie so ein Gummiball zurückgeschnippt, denn er sagt, ja, Atlas ist da draußen und Atlas will mich zerstören und meine Stadt zerstören. Mich jetzt in Frage zu stellen, bedeutet aufzugeben und das wird nicht passieren. Ja, vermutlich ist das dann so der Punkt gewesen, wo er zu dem Mann wurde, den wir dann noch kennengelernt haben. Also einer, der es dann wirklich nicht mehr blickt und auch das Ding mit der Konsequenz ein bisschen in den falschen Hals bekommen hatte. Konsequenz heißt nicht erblöd sein. Der Geruch der Protectors, der Beschützenden. Big Daddy, mega terrible stink, very smelly. Maybe something can be done, but the little sisters seem to like order. Now we have to find a recruit. You become Big Daddy, it's a one-way street. But Ryan says don't worry, recruits will be no problem. That Ryan. He's a good guy. Jesus Christ, was für ein elender Wendehals. Er beginnt halt, sagt halt, okay, die Big Daddies stinken halt wie die Seuche, aber sind halt eben praktisch und nützlich. Und die Little Sisters mögen den Geruch. Alles, was wir jetzt noch brauchen, sind Rekruten. Weil Big Daddy wirst du nicht, indem du einfach nur in einen Anzug steigst. Das hat man ja schon gehört, ne? Da wird wirklich die Haut und selbst Organe werden mit dem Anzug verbunden. Das ist eine Einbahnstraße ohne Wiederkehr. Aber Ryan hat ihn zugesichert, Rekruten sind kein Problem. Und so Jong sagt dann, ha, der ist ja Ryan. Das ist ein guter Typ. Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. So, er hier hat auch wahrscheinlich den angenehmsten Ausweg genommen, sie einfach totgesoffen, würde ich mal schätzen. Bei dem Stuff, der hier rumliegt. Candidate Conversion. Au. Das ist halt echt die Scheiße. Inzwischen habe ich eine so lange Latenz, bis Security-Schüssel auf mich reagiert, dass ich echt nicht raffe, dass es halt Security-Schüssel ist. Sieh die bemerkenswerte Zeit, die ich gerade vor diesem Turm stand. So, bist du oder bist du nicht? Schöne Hand, Chios. You invent. I invent. Yes, indeed. So, na gut. Missing Boots. God damn it! The Big
teddy boots need to be shipped here, not a damn library. What kind of idiot is Ryan hiring nowadays? This kind of bullshit never happened on the Fontaine. Und da ist er wieder zurückgesprungen, ne? Was für Idioten heuert denn der Ryan an? Die verdammten Boots, die wir ja da auch gefunden haben, die gehören hierher und nicht in die Bibliothek. Es war gelb eingefärbt. Wahrscheinlich, wenn wir hier als erstes hingekommen wären und nicht zur Bibliothek gewandert, dann hätten wir uns vermutlich gewundert. Na nü, hätten die hier nicht sein sollen irgendwo? Schutzstuhl. Und weg damit. Okay, das war's ja schon. Na da. Okay, also wir haben fast vollständig unseren Big Daddy-Anzug zusammen, um Frank Fontaine folgen zu können durch jene Türe. Und weil die Episode jetzt aber vermutlich schon wieder einen Tacken länger läuft, es kann auch sogar sein, dass sie im Endresultat dann eine etwas kürzere ist, wegen Schnippelarsch und so. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, es war eigentlich mal ein guter Zeitpunkt hier, wenn wir neben diesem komischen, was ist das? Lava-Dingi stehen. Die schönste Lavalampe der Welt. An der Stelle nochmal einen Cut zu machen, ja, bevor wir uns dann auf die Jagd nach dem letzten Stück, was wir noch brauchen, nämlich nach dem Helm machen, würde sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder am Start seid. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und bis dann.